So, moin moin. Heute für euch Shisha for You, zu dritt mal wieder. Wir testen heute für euch den James Hooker Cookies and Cream. Und ja. Setup und alles andere seht ihr wie immer unten links. James Hooker ist ja vergleichsweise sehr günstig. Soll auch angeblich von Star Wars hergestellt werden und soll wie beim Discounter eigentlich nur einen anderen Namen haben und somit günstiger zu erwerben sein. Wir rauchen wie immer mit der Nagi, dem MPS, wenn wir bei Finn sind, zwei Schläuche. Und Finn wird jetzt mal was zum Geschmack sagen. Ja, Geschmack haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Ich rieche es nochmal hier ganz kurz an dem restlichen Schnipseln, die wir hier vom Shot haben. Also man muss sagen, wenn man dran riecht, riecht der echt nach leckerem Gebäck. So wie man sich eben Cookies und Cream vorstellt, ich stelle mir jetzt darunter zum Beispiel das Eis vor, und wenn man an diesem Eis riechen würde, würde so ein bisschen so eine Vanillenote mit einer Schokoladennote hervorkommen. Das ist beim Shot, wenn man daran riecht, auf jeden Fall auch der Fall. Er riecht nach Keks, nach etwas Vanille und nach Schokolade. Beim Rauchen bringt er das meiner Meinung nach überhaupt gar nicht rüber. Ich finde, der schmeckt die ganze Zeit so, als wenn er auf der Kippe wäre, anzubrennen, obwohl das irgendwie nicht sein kann, weil er hat eigentlich zu wenig Hitze. Wenn wir jetzt mehr geben würde, würde er wahrscheinlich verbrennen. Mich haut er jetzt nicht so vom Hocker, ich weiß gar nicht, nach was er genau schmeckt. Ich finde, er schmeckt wie angebrannte Plätzchen riechen. Vom Geruch her ist der Rauch in der Luft aber ziemlich lecker. Es riecht echt richtig derbe nach Gebäck und Keksen, eben nach diesen Cookies. Und vom Geruch her so in der Luft ist er ziemlich lecker. Vom Geschmack her haut er mich aber überhaupt gar nicht vom Hocker, sondern enttäuscht mich nur und kriegt von mir nur 4 von 10 Punkten. Ja, er schmeckt am Anfang so ein bisschen wie Teig riecht, wenn man jetzt zum Beispiel Plätzchen backt oder ähnliches. Aber der Geschmack lässt danach nach und ist auch nicht geschmacksintensiv. Genau, einen Geschmack rauskristallisieren lässt sich eigentlich nicht. Und deswegen würde ich den Tabak auch nicht empfehlen. Ja, ich kann den beiden eigentlich nur zustimmen. Ich finde es irgendwie komisch, weil wenn man dran zieht, am Anfang ist eine Fruchtnote noch dabei. Wir haben verschiedene Schläuche ausprobiert, die sogar schon gereinigt waren. Und selbst genau da war genau dasselbe Problem. Von daher liegt es nicht irgendwie daran, dass wir im Schlauch irgendwie jetzt fruchtigen Tabak geraucht haben. Ich weiß nicht, also an Cookies and Cream erinnert er mich jetzt gar nicht. Cream ist gar nicht enthalten. Cookies, im Geruch, wie schon erwähnt, Plätzchen. Deswegen kriegt der Tabak von mir 2 von 10 Punkten. Ich finde ihn gar nicht geil. James Hooker ist ja sehr günstig, wie ich schon erwähnt habe. Und vielen Dank auch nochmal an Zicko von shisha-freunde.de Forum, der mir den Tabak freundlicherweise mit anderen Sorten noch zugeschickt hat. Vielen Dank an dich. War mal was Gutes zum Testen. Wir haben uns mehr darunter vorgestellt, denke ich mal. Ja, bisschen enttäuschend leider. Was Cremiges mit Keksen oder so. Vielleicht kennen ja einige von euch auch dieses Cookies and Cream Ice. Das wäre ganz geil. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Zu viel. Lecker. Auf jeden Fall mehr als der Tabak. Ja. Also anstatt euch eine Pfeife zu machen, kauft euch lieber so ein Bottich Eis. Habt ihr definitiv mehr von. Damit ist alles gesagt, denke ich. Denke ich auch. Wir sehen uns einfach im nächsten Review wieder. Ja, wieder schönes Dankeschön an dich, Käfer, dass du wieder dabei warst. Wieder mal gerne. Macht Spaß das Ganze. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Review wieder. Bis dann. Haut rein.